So sehen Kochvideos normalerweise aus. Und so sehen unsere Kochvideos aus. Guck mal, das ist sogar, der interagiert ja sogar mit dir. Das ist besser als Tennis. 10 Jahre lang mache ich das. 10 Jahre lang. Mann, die Illusion ist perfekt. YouTube macht das alles weg, du verstehst es nicht. Guck mal her, du sagst, mit der Video beschreiben. Mein Auge! Mogris, das ist der hier, die bringen euch Post. Kann ich mir das jetzt hier, guck mal, ja, gebt mir das mal her. Da kam einfach die halbe Folge von dem Mogri mit ab. Nils, wir brauchen neu. Nils. Tschüss. Au! Oh Gott. Der Mogri hat einfach gerade einen Verkehrsunfall gehabt mit der Decke. Werbung. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Ihr werdet es nicht bereuen. Versprochen, absolutes Lalafell-Ehrenwort. Erstens, ihr unterstützt mich damit und müsst weder Geld ausgeben noch euer erstgeborenes Opfer. Und zweitens, könnt ihr zusammen mit mir Final Fantasy 14 zocken. Ich mache jetzt schon eine Weile zusammen mit Square Enix Videos und Livestreams zu Final Fantasy 14. Erstmal, fetten Dank dafür, dass ihr mir sowas ermöglicht und ich mit sowas meine Miete zahlen kann. Also, danke an euch und danke an Square. Und wenn mir jetzt hier jemand kommt mit, aber Malte, ich kenne Final Fantasy 1 bis 13 gar nicht. Wusstest du nicht. Du kannst quasi jeden Final Fantasy Teil ohne Vorwissen spielen, eben auch Nummer 14. Und wenn ihr Panik habt, dass euch das Spiel nicht gefällt, die Testversion kostet nichts. Und wenn ihr Angst habt, dass ihr in dem Spiel schlecht seid und nicht klarkommt, Luke hat's auch geschafft. Und wir haben auf unserem Discord eine große Community, die jeden neuen Spieler in unserer Gilde gerne aufnimmt und unterstützt. Auch gerne mal um 3 Uhr morgens. Ich bin auch oft offstream auf dem Server unterwegs und zocke da mit euch zusammen. Und jetzt mache ich hier meine Ansage. Am 16.03. findet in unserer Gilde Puls ein 24-Mann-Raid statt. Wenn ihr da mitmachen wollt, ladet euch das Game runter, macht euch einen Charakter auf dem Server nicht und joint unserem Discord. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Jeder, der es ab jetzt bis zum 16.03. schafft, Level 50 zu werden, um am Raid teilzunehmen, kriegt von mir ein Überraschungspaket. Deal? Deal! Werbung Ende. Weil, wie jeder weiß, Essen macht schlau. Es gibt halt so Instanzen bei Final Fantasy, da geht man rein, da kloppt man einen Drachen aufs Maul und dann kriegt man Erfahrungspunkte. Und die klugen Leute, wir also nicht, essen vorher Bafu, unter anderem das Curry. Da kriegst du nämlich hier direkter Treffer plus 4%, Konstitution 4%, Haltbarkeit von Ausrüstung plus 2 und Routine plus 3%. Das heißt, man kriegt 3% mehr, wenn man Curry frisst. Deswegen machen wir heute 20 Portionen Curry für uns, damit wir sehr schlau werden auf einmal. Hätte uns in Goldklammer auch nicht geholfen. Goldklammer? Nicht Goldklamm. Wir spielen also jetzt Goldklamm. Ist der jetzt einfach super leicht oder was ist los? Nein. Teilnehmen, Alter. Tank die doch jetzt, Junge, Alter! Ich will dich nicht tanken! Mann, doch jetzt mal rein! Wofür bezahle ich dich? Goldklamm hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Großartig. Alter, ich hab 5 Jahre alten Merch an. Guck mal, da sind wir jetzt, in Heaven's Ward. Verstehst du? Ja, hast du den 5 Jahre lang im Trockner gehört? Alter, ja, guck mal, wie klein der ist. Vielleicht bin ich aber auch gewachsen. Also, wir brauchen ein Esslöffel Butterschmalz. Warte, bitte. Wir haben da mal was vorbereitet. Haben wir überhaupt nicht. Butterschmalz. Warum fängst du das nicht? Weil ich beide Hände voll hatte. Butterschmalz. Dann brauchen wir einen Teelöffel Ingwer. 2 Karotten. Oder wie ich es nenne, eine sehr fette Karotte. 1 Knoblauchzehe. Scheiße. 100 Gramm Hähnchenbrust. Geht auch veganes. Klar. Pass auf. Ich habe ja überlegt, sollen wir normales Hähnchen nehmen, aber wir beide reiten. Maul. Mein Schokobo, auf dem ich ab und zu mal reiten kann. Das ist doch komisch, wenn er die dann isst. Ja, aber das ist schon mein 12. Paul. Ja, wir brauchen 250 Milliliter Kokosmilch. Papa! Das ist Kokosnuss. Nein, ich brauche so. Das ist Kokosnuss. Wo kommt denn die Kokosnussmilch her? Aus Nullerfell? Wo ist denn das? Keine Ahnung, Alter. Wir haben überhaupt nichts vorbereitet. Ah, guck mal hier. 100 Milliliter Sahne, habe ich vergessen. Ja, wir nehmen statt Sahne Milch. Haarvollmilch. Und Reis. Das war's? Ne, wir brauchen noch Curry. Wo ist mein Curry? Gewürz. Hier. Ja, das brauchen wir auch. Hier, Curry. Wir haben das Wichtigste vergessen. Philips Maxi King. Ach, richtig. Das ist sehr wichtig. Nein. Nee, warte. Warte, die Hälfte geht noch. Gib mir die Hälfte. Gib mir die Hälfte wieder. So, die Hälfte geht noch, Philipp. Jetzt nicht mehr. Philipp arbeitet gerne hier. Wir brauchen eine Pfanne. Wir brauchen einen Reiskocher. Es funktioniert alles super. Genauso wie bei uns damals in Goldklan. Leute, heil mich! Ja, ich will doch! Du Junge, Alter, du tanzt die ganze Zeit alles über eins ist Puffer! Ja, ne. Reis. Hast du schon mal ein Kochvideo gemacht? Weil ich bin komplett lost gerade. Klar! Okay. Man nennt mich ja auch. Blöde. Affe! Stück Scheiße! Waschen, schneiden. Nicht. Junge, Alter, da weißt du, wer das schon alles angefasst hat? 1 Reis, 2 Wasser. Das ist unser Tank. Der Tank das Essen, weil davon wirst du satt. Hör auf, die zu essen, du sollst die fucking schneiden. Ach so, also wirklich, also kleine Scheiben, Leute, ist sehr wichtig. Ich soll sie Lalafellen? Ja, mach mal Lalafellen. Wusstest du übrigens meinen Job? Wow! Wusstest du übrigens meinen Job in Final Fantasy? Ah ja, klar weiß ich das. Samurai? Ninja. Ninja, mach ich doch.
So, was ist das denn? Die Karotte. Und jetzt zweimal hiervon. Oder, wie ich es nenne, ach, guck mal einfach rein, Alter, das passt schon. Doppelt so viel. Brauchst du Strom? Ja. Brauchst du Steckdose? IP55, der hier ist wassergeschützt. Wenn ich da reinstecke, dann dürfte ich. Ich glaube, nicht, der ist nicht wassergeschützt. Hast du schon mal was mit Butterschmalz gemacht? Mein Körper besteht aus Butterschmalz. Das sieht so eklig aus. Ah, guck mal. Gib mal ein bisschen Schmelzen. Nein! Corona! Nein! Man darf die ja nicht aufmachen, die Spülmaschine, sonst fällt die um. Ja, das würde ich jetzt für die Butterschmalz, den Spachtel. Das mache ich jetzt auch. Du kannst mich am Arsch lecken. Da kommt dann jetzt ein bisschen Rost drauf. Du hast einen Spachtel bei uns in die Spülmaschine gemacht. Du bist ein Spachtel! Ja, und du lebst jetzt damit, dass ich einen Spachtel dafür benutze, einen rostigen, unser leckeres Curry zu machen. Und du wirst es nachher lieben. Also erst einmal, ihr macht ein bisschen Butterschmalz rein. Dann nehmt ihr euch euer fucking totes Chocobo. Knoblauch und Karotte Gold anbraten. Wo ist denn der Knoblauch? Ach, der ist ja hingefallen, ne? Guck mal, da kommt noch ein Mogel. Hallo? Magst du ein bisschen Knoblauch schälen und schneiden? Mhm. Salz und Pfeffer, Ingwer hinzugeben. Hier, Ingwer. Philipp, da kannst du mal was lernen. Ingwer sieht so aus. Aber da kommt so ein ganz kleiner raus. Und das ist die Ingwerpflanze. Das ist eigentlich grün, lila, rot. Eieieiei, du! Kannst du mal abwaschen? Waschi! Kannst du mal abwaschen? Hol du mal. Ja, wo ist das? Das hält ja viel aus. Wo ist die hin? Okay, bist du bereit? Zimmer! Sollte weg. Ja, da könnt ihr auch mal ganz großzügig ein bisschen Ingwer-Schrade da lassen. Ingwer müsst ihr klein machen. Ingwer mögen die Leute nicht. Die Leute mögen nur Ingwer, wenn sie nicht wissen, dass Ingwer ist. Oh Leute, das ist einfach explodiert. Knoblauch. Ah! Butterschmalz! Ja, der Butterschmalz, der greift mich hier auch gerade. Aua, Alter, der greift. Aua, hör mal auf hier. Guck mal, es schneit. Auf der Platte. Ah! Egal, ich hab dich gerettet. Machst du noch ein bisschen Butterschmalz? Hey, ich mag lieben, klar. Butterschmalz. Buschmalz! Schmalzi. Schmalz ist da? Weiß ich nicht, hab ich vergessen. Ich hab hier irgendwo nicht. Schmalz. Achso, warte, hier Schmalz. So, dann habt ihr eure Knoblauchzehe. Und euren Schmalz. Und dann küssen die sich nebenbei. Die Wahrheit ist ja, ich vergesse jedes Mal, mein Buff-Food zu essen. Und ich werde jedes Mal von dieser unglaublichen... Was meinst du, Mama, wenn wir das hier gerade machen? Du vergisst immer alles. Du läufst einfach rein. Du bist kein Tank. Oh, ich pull alles. Du bist Nico, ich sehe dich. Warum werde ich nicht kalt? Oh, eine unheimliche Frucht. Nico? Oh, 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 oh. Leck und so. Weißt du, wie ich mich in Goldklamm gefühlt habe? Hier, so wie die Karotte. Ja, ich werde immer daran erinnert, dass ich ja unbedingt essen soll. Ja. Fällt den Leuten das immer auf, weil die sind ja gute Final Fantasy Spieler. Ja. Mir macht das riesen Spaß, aber ich bin halt nicht gut. Ja. Wobei, besser als Luke. Jeder ist besser als Luke. Kokosmilch rein, Leute. Kokosmilch ist richtig disgusting. Das hier sieht doch nicht schön aus. Seid nicht abgeschreckt von der Pelle. Drin ist geil. Wie bei mir? So, wie kriegen wir das hier raus am besten? Mit der Gurke! Mit der Karotte. Was hab ich? Nail den Bruder. Ah ja. So. Wir essen das, ne? Jo. Nein! Ja, ein bisschen muss rein. Wie beim Grillen. Jetzt hier, ne? Curry. Nehmt ihr euch eine schöne Gewürzmischung. Es gibt da auch richtig teure, richtig geile Sachen. Wenn ihr mal in Japan seid, Curry essen wollt, geht einfach zum Final Fantasy Café. Also in Akihabara. Super. Wir haben B-Roll davon gedreht. Guck mal, wir können doch mal actually was Schönes zeigen. Boah! Wow! Und jetzt Stock-Footage von einer Küche. Boah, Mann, so schön sieht's bei uns aus. Aber wir drehen da an der anderen Ecke. Wusstet ihr, dass man auch in Final Fantasy 14 heiraten kann? Und ich weiß schon, wen ich heirate. Wollen wir auf drei sagen, wen wir heiraten? Ja. Eins, zwei, Luke. Wir können auch hier ein paar Chilis von Luke klauen. Nein, 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 nein. Pass auf, wenn du da eine Chili reinhaust, hau ich da einen Liter Milch rein. Nein, 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 nein. Luke hat sich ja ein kleines Glas Pepperoni bei der Metro. Ich hab die bezahlt. Okay, krass, Alter. Der ist vielleicht ein bisschen heiß. Egal, das passiert manchmal mir auch. Was war das denn? Sieht ähnlich aus. So, wir wollten Milch. Ne, was, da soll doch Milch rein! Glaubst du, dieses Essen wird wirklich Buff-Food sein oder ist das eher ein Debuff-Food? Sieht doch gut aus. Weiß nicht. Hey, wir müssen einfach nur warten. Weiß nicht. Wir müssen nur warten, dann ist es fertig. Weiß nicht. Curry ist ein einfaches Gericht. Weiß nicht. Machst du noch eine Limette rein? Ich habe bei guten Kochs gelernt, dass man immer eine Limette irgendwo reinböllert. Das ist eine Zitronenpresse. Ja, aber wie soll ich das denn sonst reinhauen? Ich zeig dir, wie du einen Saft kriegst. Alter. Na komm doch, Saft! Guck dir das doch an! Nein, das ist doch... Nein, nein, da kommt das ganze Fleisch! Das ist... Nein, ich esse nicht auf Limettenfleisch! Wow, Alter, 5 Tropfen, du. Okay, das war echt schwieriger, als ich gedacht habe. Du hast deine halben Liter rausbekommen. Mann, Philipp, ich wünsche dir richtig viel Spaß. Ding!
Du hast es in den Geschirrspüler gemacht. Ah, igittigitt, Alter. Und wenn wir ganz genau reingucken, dann sehen wir, dass jeder Bestandteil auch seinen Teil zum Gewinn beiträgt. Kurzes Interview mit mir selbst. Geht's dir gut? Nee. Alright. Alter. Ist der jetzt einfach super leicht, oder was ist los? Wait, what? Wow, Alter, du hast echt viel. Pupp, Spiel dann halt beendet. Nico und ich sind ja auch stressresistente Menschen, oder? Ja, war easy. Dieses Gericht, noch wie ich es gekocht habe, das erinnert mich an Goldklamm, wie ich damals alles richtig gemacht habe. Als du allein die fette Schildkröte gepult hast. Daran erinnere ich mich nicht. Mhm. Ich habe eine Aufnahme davon. Wollen wir nochmal sehen? Also einen Clip gesehen? Das ist gestellte Scheiße, Alter. Leute, wenn ihr uns Kochtipps geben möchtet und mitspielen möchtet, erster Link in der Videobeschreibung, dann kommt ihr zum Spiel, könnt ihr euch runterladen, kostenlos spielen bis zu Level 35 sein, bla bla bla. Aber ihr könnt auch auf unser Discord kommen und uns dann anrufen und sagen, Nico, deine Kochkünste sind so nice, woher kannst du das? Komm auf den Discord! Nicht in die WhatsApp-Gruppe, aber in den Discord! Wisst ihr, wie herausfindet, ob Reis gut ist? Ihr nehmt den Löff, packt den Löff da rein, dann rotiert ihr den Löff zweimal. Hep, hep, hep. Reis ist fertig. Wie gesagt, ein Reiskocher erleichtert einfach euer Leben. Wir müssen abschmecken, Senorita! Das schmeckt scheiße, weil das hätten wir salzen sollen, ne? Mama, Salz rein bitte, Bruder, bitte! Wir müssen anrichten, glaube ich. So, dann holt ihr euch einen schicken Teller raus. Bam, bam. Dann nehmt ihr euch hier Reis. Jetzt müssen wir es schön machen. Ich möchte Türmchen bauen. Ich mach das mit Philipp auch immer ganz gern. Ich ärgere den jedes Mal. Okay, ich richte das jetzt hier einmal mal für mich an und du für dich, ja? Ich hätte auch Löffelchen für Löffelchen machen. Scheiße, sieht echt nicht schön aus. Ich muss es gleich nochmal sauber machen. Das können wir so nicht zeigen. Philipp, film das nicht. Komm, komm, komm. Ja, ich dachte auch, es wird ein Desaster, aber es ist nicht so schlimm geworden. Alter, du gehst, da bist ja richtig der Sternekoch. Das heißt. Nein! Das heißt, nein! Jetzt ist das alles Matschepampe. Wie läuft's mit deiner Präsentation? Sei nicht traurig. Ein bisschen grün fixt es sofort. Sehen, guck mal, wie schön das aussieht. Nein, noch nicht. Alter. Das sieht doch genauso aus wie im Game. Ja, ja, film mal meins. Mann, du. Philipp, hat man das gut gesehen, wie geil das aussah? Welchen Level willst du? Mit Gabel. So, dann. Also beide angelegt, oder was? Na dann, Stößchen. Aber die Soße selbst schmeckt gut. Wenn ihr auch nachkochen wollt, Rezept ist in der Beschreibung, aber viel wichtiger darüber. Findet ihr zwei Links. Da könnt ihr nämlich mit uns kochen. Mhm. Jeden Tag. Tag ein, Tag aus. Leider euch Final Fantasy 14, oder? Da gibt's noch mehr leckere Gerichte und vor allen Dingen viel leckerere Dungeons. Eine großartige Quests. Community. Nico. Ja. Mmh. Get the